Hallöchen, jetzt wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und heute sind wir hier wieder bei den Simpsons gelandet und bauen unsere Westernwelt weiter. Und es wurde ein Hotel vorgeschlagen und da habe ich mich gleich rangesetzt und habe mir ausgesucht die Wilted Rose oder auf Deutsch auch die verwelkte Rose. Das Ganze stammt auch aus einer Folge der Simpsons und ist ein schönes Hotel. Ich blende euch erstmal ein Bild ein aus der Folge der Simpsons und dann natürlich noch, wie die Folge hieß. Also kannst du gerne angucken, dieses Hotel. Also ich sag mal, da übernachtet man gerne. Man ist nie alleine auf ein Zimmer und die Damen sehen doch relativ nett aus. Irgendwie kommen sie mir auch alle bekannt vor. Naja, ich würde mal sagen, nehmen wir los, unsere verwelkte Rose zu bauen. Ich habe mich entschieden, sie gleich neben unserem Waffenladen zu bauen. Den habe ich sogar eingerichtet und ich würde sagen, da gehen wir erstmal rein, bevor wir hier anfangen. Und zwar der Waffenladen relativ, ja, immer noch von außen so wie er ist, aber von innen hat er sich ein bisschen verändert. Ich habe ja auch so gemacht, dass wir hier eine Stufenhöhe haben, auf die wir uns befinden, damit das Ganze doch ein bisschen angenehmer wirkt. Jetzt auch hier vom Tresen her konnte man auch schön die Kasse hier in den Tisch mit einbauen und auch hier so ein paar Waffen habe ich noch gefunden in Minecraft. Einen Bogen gibt es natürlich, da kann man natürlich hier in den Laden ganz viele verschiedene Pfeile sich machen, also Munitionsarten, was so man sie ein bisschen machen kann. Dann habe ich mir ein paar Rüstungsständer geschnappt, sie einfach hier vorne hingestellt. Später kommt ja noch eine Armbrust und sowas hinzu in Minecraft, da kann man natürlich hier nochmal austauschen, dann gibt es nochmal bessere Schusswaffen. Oder es gibt noch andere Sachen, so wie ein Dreizeig oder Schneebälle gibt es ja auch, die man werfen kann. Und von daher kann es ja alles hier in so einen Waffenladen rein. Ja, relativ, würde ich sagen, ja, einfach eingerichtet. Ne? Also hier ein paar Kissen kann man sich überall platzieren. Dann kann man hier eigentlich relativ gut seinen Waffenladen hier auch führen. Und jeden, den man sieht, den kann man hier auch schön gut beobachten, wenn er reinkommt. Vielleicht kann man sich auch eine kleine Schrotflinte hier unterm Tresen bunkern, falls einer reinkommt und nichts Schönes von einem möchte oder so, ne, also dann kannst du dich halt auch hier gut verteidigen. Man ist ja im Waffenladen, also man hat ja genug Waffen, ne, nimmst hier so einen Bogen noch unter den Tresen hier noch aus dem Zack und wenn einer kommt und nicht bezahlen möchte, dann weiß ja was. Aber mit dem Waffenladen sind wir ja fertig und heute geht's ja an die Wilted Rose oder verweckte Rose, wie man es immer gerne nennen möchte. Du kannst natürlich auch am Ende dann irgendwas anderes raufschreiben auf Schilden, also muss ja nicht unbedingt eine Rose machen, aber ich finde halt, naja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir an die Kiste ran und fangen an, uns endlich mal unsere verwelkte Rose hinzubauen. Ja, und zum Anfang brauchen wir ganz einfach mal gesagt, holen wir uns mal abgezogenes Akazienholz. Davon nochmal bitte die verarbeitete Holzversion brauchen wir auch dennoch. Dann holen wir uns noch davon die Tropenholzbaumstämme, auch nochmal abgezogen. Dann holen wir uns davon auch das verarbeitete Treppenmaterial, Stufen und Blöcke und na sogar die Falltüren brauchen wir davon. Dann holen wir uns noch Schwarzeichenfalltüren raus und eine Tür, und zwar auch die Tropentür. Also viel tropisch und auch viel so ein bisschen Akazienholz brauchen wir für diese Folge. Und wenn wir dann alles zusammen haben, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wie immer geht's erstmal los mit dem Grundriss. Dafür schnappen wir uns einfach mal die Akazienholzbretter und ziehen uns das Ganze erstmal. Erstmal eine gerade Reihe, würde ich sagen. Das Ganze machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke erstmal hier langgezogen. Wir haben auch hier eine schöne Mitte. Und wenn wir dann hier 13 Blöcke langgezogen haben, können wir das Ganze auch an den Seiten nach hinten ziehen. Und zwar auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Andere Seite können wir auch nochmal machen. Und dann verbinden wir es einfach hinten miteinander. Nach dem Grundriss nehmen wir uns dann mal unsere abgezogenen Akazienholzbaumstämme und schlagen jetzt hier immer so einen Wechsel. Würde ich mal sagen, an der Ecke fangen wir einfach an mit so einem Baumstamm, lassen dann einmal hier unsere Bretter so wie sie sind und tauschen das Ganze dann hier immer so abwechselnd mal aus. Wenn wir das dann einmal rumgezogen haben, immer diesen Wechsel, können wir das Ganze jetzt auch in die Höhe ziehen. Das Ganze erweitern wir noch um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Blöcke noch raufsetzen. Insgesamt sollten wir 12 haben. Das können wir nochmal überprüfen. Hier einmal kurz die Mitte gesetzt. Haben wir hier 5? Jo. Haben wir hier 5? Jo. Dann haben wir dann hier 11 und 12. Also insgesamt 12 Blöcke. 11 Blöcke müssen wir noch raufsetzen. Haben wir dann das Ganze hochgezogen auf insgesamt 12 Blöcke, können wir jetzt weiterarbeiten mit unseren abgezogenen ja, Baumstämmen, Tropenholzbaumstämmen, die nehmen wir jetzt zur Hand und die platzieren wir jetzt einfach mal auf den Seiten unseres Gebäudes, einfach hier auf der Vorderfront, hier hatten wir einen Baumstamm, platzieren wir hier einfach den Baumstamm genau auf die gleiche Höhe, wie das Gebäude ist, auf der Rückseite machen wir genau das gleiche Spiel und wenn wir das hier haben, machen wir es nochmal auf der anderen Seite.
Haben wir auf der anderen Seite dann auch die Baumstämme hochgezogen, nehmen wir jetzt unsere Tropenholztreppen zur Hand. Wir platzieren jetzt einfach mal auf einer Seite unten Treppen hin und auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dann auch nochmal Treppen platzieren oder du machst hier auch noch eine Tür hin. Ich entscheide mich mal hier für eine Tür, das heißt, ich mache an den Seiten jeweils nur drei Treppen hin und die dritte mache ich jeweils so, dass sie hier so aneckt. Dann mache ich in der Mitte einfach eine Stufe hin. Hier hinten schlage ich dann einfach mal die drei Baumstämme weg. An den Seiten mache ich hier auch nochmal drei weg, sodass wir uns hier schöne Tür reinsetzen können. Hier unten setze ich dann einfach mal ein Tropenholzblock einfach mal hin. An den Seiten platziere ich mir dann einfach unsere Tropenholzbaumstämme. Natürlich die abgezogene Variation davon. Ganz oben, würde ich mal sagen, machen wir hier noch eine Schicht weg, dass wir insgesamt hier eine Viererhöhe haben. Jo, und dann setze ich mir ganz oben einfach mal eine umgedrehte Tropentreppe hin. Die Tür setzen wir noch später rein. Weiter geht's dann erstmal, würde ich mal sagen, dass wir unsere ganzen Fenster reinhauen. Wir beginnen auch erstmal auf der Seite, wo wir, sag ich mal, uns eine Tür hingezogen haben oder erstmal den Rahmen der Tür. Davon gehen wir einfach darüber aus und zählen dann 1, 2, 3. Den vierten schlagen wir weg. Das Ganze machen wir auf eine Dreierbreite und dann natürlich auf eine Dreierhöhe. Somit haben wir schon das Maß für die oberen Fenster. Da gehen wir auf die Vorderfront. Wir können uns ruhig einen Block zur Orientierung hier mal platzieren. Und immer jetzt hier, wir fangen hier von diesem Baumstamm einfach mal an, gehen zur Seite weg, schlagen dann hier auch erstmal wieder eine Dreierbreite und Dreierhöhe weg. Dann wieder, wie ich mal sagen, lassen wir immer eine Reihe hier dazwischen Platz, schlagen dann hier wieder drei weg, auch nach oben so. Und können hier dann auch wieder so ein Fenster reinhauen. Dann machen wir es noch ein drittes Mal auf der Vorderseite. Und wenn wir das vorne so erstmal so haben, gehen wir hier auf die Seite hin. Wieder so die gleiche Höhe nehmen wir uns mal so mit. Und lassen jetzt hier an den Seiten jeweils zwei Blöcke an sich Platz und schlagen hier auch nochmal so ein Fenster rein. Weiter geht's dann auf der Vorderseite, wo wir unter unseren drei oberen Fenstern, die wir uns da, sag ich mal, schon freigehauen haben, unten auch nochmal welche platzieren möchten. Wir fangen einfach auf der Seite an, lassen hier jetzt, würde ich mal sagen, ja diese zwei Baumstämme so wie sie sind, schlagen dann hier auch wieder so ein Dreierfenster rein, einen Block hier wieder zulassen, wie er ist, wieder ein Fenster reinhauen und das ganze Spiel noch ein drittes Mal. Wenn wir das dann haben, schlagen wir bei der Mitte noch unten die einmal weg und können hier, würde ich mal sagen, ja ein Block einfach mal hier so platzieren. An den Seiten machen wir wieder unsere Baumstämme an sich, die gleiche Tür, wie wir sie jetzt schon an der Seite uns hingesetzt haben, um einfach eine umgedrehte Treppe. Und hier können wir schon gleich unsere Tür nehmen, die wir haben und können sie hier gleich einmal reinsetzen. Wenn wir dann die Türen fertig haben, beginnen wir jetzt mit den Fenstern. Die sind alle eigentlich gleich aufgebaut, von daher muss ich dir nur eins erklären. Wir setzen an sich unten eine Treppe hin, oben eine umgedrehte, an den Seiten immer hier unsere Stufen hin. In der Mitte machen wir einfach mal eine Falltür und die ist dann noch nicht fertig, sage ich mal, das Fenster, sondern wir setzen hier hinter dann noch ein paar Blöcke hin. Dieses Spiel machen wir jetzt, sage ich mal, mit den übrigen Fenstern, die wir noch haben. Haben wir denn die ganzen Fenster uns fertig gezogen, geht's weiter mit den Tropenholzstufen. Wir beginnen jetzt ganz oben an unserem Haus. Wir fangen einfach mal an der Seite an und ziehen hier einfach an dem letzten oberen Block einfach mal eine Stufenschicht lang. Das Ganze können wir hier einmal komplett rumziehen. Aufgepasst, an den Seiten lassen wir jetzt, also setzen wir jetzt nichts hier vorne an den Baumstamm ran, sondern einfach an der Seite hier nach hinten weg und auf der Rückseite ziehen wir es auch nochmal lang. Haben wir das dann einmal rumgezogen, platzieren wir jetzt auf der Stufenschicht noch eine weite Stufenschicht. Wir bleiben auch hier gleich beim Dach, das können wir jetzt einmal zuziehen. Welche Blöcke du da jetzt nimmst, ist dir selbst überlassen. Hauptsache, das Loch füllen wir erstmal mit irgendeinem Block. Das kann man sich im Nachhinein, wenn man das Gebäude einrichtet, nochmal austauschen. Jetzt beziehen wir jetzt einfach mal hier oben unser Dach mit unseren Schwarzeichen-Falltüren. Achte einfach mal drauf, dass du diese Falltüren auch immer von der gleichen Richtung setzt. Wenn du, sag ich mal, die jetzt so setzt, sehen sie so aus, platzierst du die so. Na, ich sag mal, so einen kleinen Kontrast wirft das schon, wenn man, sag ich mal, sieht das jetzt hier so ein bisschen einbaut, sieht man es am besten, ne? Also man sieht schon so einen kleinen Kontrast, der ändert sich immer, wie du dir die Falltüren setzt. Also achte einfach drauf, dass du sie halt von der gleichen Richtung setzt, damit das halt alles so ein gleiches Muster hat. Wenn wir das Dach dann ausgeführt haben mit unseren Falltüren, können wir das ganze Blockmaterial, was wir jetzt haben, erstmal wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran. Zum Weiterbauen brauchen wir dann einfach mal gesagt abgezogenes Schwarzeichenholz, davon nochmal eine Treppe, den Zaun und eine Stufe davon. Dann holen wir uns noch Fichtenholzstufen, dann davon da nochmal die Treppe. Dann holen wir uns einfach mal einen Hebel raus. Dann hole ich mir jetzt, sage ich mal, Glasblöcke raus. Ich verwende heute hellblaues Glas. Kannst auch gerne jedes andere Glas nehmen, was du halt gerne für deine Fenster nehmen möchtest. Und dann holen wir uns noch eine Fichtentür raus. Hauptsache eine andere Tür, als wir die jetzt schon bewendet haben. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir nehmen auch gleich mal unsere Tür. Die ist jetzt, sage ich mal, hier für den Hinterausgang gedacht, damit es halt nicht die gleiche Tür ist wie halt vorne. Nehmen wir einfach mal die Fichtentür und setzen uns hier hin. Danach können wir gleich mal unsere Glasblöcke verwenden und unsere ganzen Fenster ausfüllen. Dafür fliegen wir einmal in unser Haus rein und platzieren die einfach hier immer neben unserem Baumstamm, den wir uns hier hinten hingesetzt haben, und können hier die ganzen Fenster damit ausfüllen.
Nachdem wir die Fenster ausgewühlt haben, schnappen wir uns einmal unsere Fichtenholzstufen und fliegen auf der Vorderseite unseres Hauses hin und können hier einfach mal 3 Schichten von den Fichtenholzstufen ziehen. Haben wir die Fichtenholzstufen vorne platziert, nehmen wir uns einmal unseren Schwarzeichenholzbaumstamm zur Hand, fliegen an den Seiten hin, lassen immer eine Stufe so wie sie ist, setzen dann einen Block hin, darauf kannst du gleich eine Treppe setzen, darauf erstmal einen Zaun. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, wir lassen eine Stufe so wie sie ist, setzen einen Baumstamm hin, darauf eine Treppe und einen Zaun. Danach schnappen wir uns einmal unsere Schwarzeichenholzstufen und fliegen dann zur Hauswand vorne hin. Wir können uns nun nach dem Fenster ein bisschen richten. Hier gleich über unserem Fenster bei dieser Blockschicht setzen wir uns einfach mal unsere Schwarzeichenholzstufen hin. Das Ganze ziehen wir auch auf eine Länge von 3 insgesamt vorne lang. Haben wir das gemacht, schnappen wir uns nochmal unsere Schwarzeichenholztreppen. Die platzieren wir jetzt nochmal umgedreht auf unseren Zaunpfosten. Können wir ganz einfach hier oben einfach mal so dran platzieren. Darauf platzieren wir nun einfach mal einen Baumstamm wieder. Auf der anderen Seite auch nochmal. Danach geht es weiter mit den Fichtenholzstufen. Jetzt ziehen wir uns hier, sag ich mal, das Vordach ein bisschen zurecht. Wir beginnen einfach vorne, dass wir eine Stufe drauf platzieren. Hier hinter machen wir dann 2 umgedrehte Treppen hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Du kannst auch gerne zuerst 2 umgedrehte Treppen setzen. Ups, so und ganz vorne halt eine Stufe. Nun können wir das Ganze miteinander verbinden. Aber aufgepasst, die letzte Reihe hier erhöhen wir nochmal um eine Stufe und können das Ganze hier langziehen. Wenn wir dann das Vordach uns gezogen haben, machen wir nun noch ein Schild vorne ran. Jetzt schnappen wir uns mal unsere Schwarzeichenholzstufen und richten uns jeweils hier von unseren, sag ich mal, Säulen oder Stützbalken, eher Stützbalken sind das für unser Vordach aus. Wir ziehen einfach mal zur Seite weg, nach innen natürlich, 1, 2, 3, den vierten schlagen wir weg, von der anderen Seite ziehen wir auch nochmal, einfach hier so nach innen richten, 1, 2, 3, den vierten weghauen, die Mitte können wir dann einmal hier entfernen und setzen uns einfach Schwarzeichenholzstufen hin, die formen wir jetzt aber zu einem Block insgesamt. Nun haben wir hier eine Mitte von, oder eher eine Fläche von 5 Blöcken uns gemacht. Wir können jetzt einmal oben, würde ich mal sagen, eine weitere Stufenschicht platzieren, aber so, dass da etwas übersteht. Das Ganze ziehen wir uns hier natürlich einmal zur Seite lang und das gleiche Spiel machen wir hier unten. Wir machen es genauso wie oben, das heißt jetzt einfach, wir lassen hier einfach mal, so müssen wir uns das Ganze platzieren. Einfach hier eine Stufenschicht aus, so schräg nach unten stehen. Dann das wird ja unser Schild für die wilde Rose oder verwelkte Rose, was wir jetzt da gleich raufschreiben werden, machen wir aber im Nachhinein. Erstmal müssen wir noch ein bisschen unser Vordach verkleiden. Erstmal schnappen wir unsere Hebel zusammen. Ich habe mir so gedacht, vielleicht könnten das so ein paar Nägel sein oder so irgendwie so ein paar Halterungen für das Schild, die man oben einfach nochmal dran platzieren kann. Und ansonsten könnten wir noch unser Vordach hier so ein bisschen, sag ich mal, mit verschiedenen Ziegeln ausstatten. Dabei nehmen wir hier natürlich unsere Schwarzeichenholzstufen und Treppenzahn und können hier so ein paar Stufen austauschen. Ist auch immer ein bisschen Geschmackssache, wie man sich das Ganze hier noch so ein bisschen so durcheinander mixt. Ne? Also das kannst du machen, wie du möchtest, so dass es halt, sag ich mal, nicht einheitlich ist, unser Dach, sondern hier so wie wir es, sag ich mal, schon bei Waffenladen so ein bisschen gemacht haben, so ein kleiner Mix aus verschiedenen Ziegelsteinen, machen wir hier natürlich auch. Danach können wir dann erstmal dieses Blockmaterial wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran und holen uns hier die letzte Reihe raus. Zum guten Schluss brauchen wir dann noch Steinstufen, denn einfach mal Bruchstein, Mauer, davon nochmal eine Treppe und Stufe und dann holen wir unser Spinnnetz raus. Wir fliegen dann einmal zu unserem Dach unseres Gebäudes. Ich würde mal sagen, hinten die linke Ecke, da gehe ich jetzt einmal hin. Achte darauf, dass ich an den Seiten jeweils nochmal eine Blockreihe oder eine Falltürreihe habe. Unten in den Boden setze ich mir einfach mal eine Steinstufe hin. Darauf eine, würde mal sagen, 2 Treppen hin. An der Seite dann einfach mal machen wir eine umgedrehte Treppe hin. Das Ganze verbindet sich. Darauf mache ich mir dann nochmal eine Mauer hin und ganz oben drauf noch eine Stufe. Das soll hier so ein kleiner Schornstein sein. Da können wir, sage ich mal, vielleicht noch so Spinnnetze machen. Ich mache einfach mal 2 Spinnnetze noch hin, so vielleicht so ein bisschen Dampf, was da jetzt rauskommt. Und dann wären wir mit dem Dach auch fertig. Zu guter Letzt müssen wir natürlich noch unser Schild hier vorne beschriften. Ich schreibe natürlich die verwelkte Rose rauf oder wilted Rose. Passt natürlich nicht so von der Länge rauf, außer man macht es komplett mit Schilden. Ich mache jetzt, sage ich mal, hier würde ich jetzt wilted draufschreiben und Rose mache ich mir einfach mal mit Banners. Wenn du nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners sich crafted, guck doch mal in der Videobeschreibung, da verlinke ich dir was und da ist das ganze Alphabet erklärt und da findest du eigentlich jeden Buchstaben. Noch schnell Wete drauf geschrieben. Jetzt ist wieder die Frage, wie macht man sich das in Rot? Falls du das letzte Video nicht geguckt hast, einfach mal das Paragraphenzeichen mit einer 4 davor und dann hast du schon die Farbe Rot auf deiner Schrift. Und fertig ist die verweckte Rose. Ich werde mir das Ganze einrichten. Also ich sag mal, ein schönes Hotel wird das schon werden, denn man wird auch nie alleine auf sein Zimmer sein. Ne? Und ja, ansonsten heißt es wieder, was bauen wir als nächstes? Ich gucke natürlich mal wieder, wer was vorschlägt. Aber ansonsten würde ich mal sagen, was ist das Ganze hier? Wir können uns die vorhin stellen.
dann bleibt nur ein zu sagen, und zwar ganz einfach: Tschüss.